Servus Leute, zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Wir befinden uns wieder bei einer Challenge. Das letzte Mal haben wir Cursed gemeistert, ohne Problem. Mit der Superkarte haben wir mal besiegt und jetzt machen wir When Life Gives You Lemons als nächstes. Wir haben hier einige Items, nämlich die Limonade. Die Limonaden-Items. Das Lemon Mashup oder wie das heißt. Oben links unser aktivierbares Item. Wir haben eine 9-Volt-Batterie, die bewirkt immer nach Einsatz eines aktivierbaren Items, erhöht sich wieder die Ladung um 1, heißt, es ist wieder halb gefüllt. Und der Habit, also diese Kutte, die bewirkt, dass ich bei jedem Treffer von einem Gegner auch eine Ladung wieder fülle. Heißt, wenn ich es einsetze und von einem Gegner getroffen werde, kann ich es sofort wieder einsetzen. Ist aber halt bloß ein kleiner Fleck. Lemon Party, die Pille, die ich auch schon habe, die bringt schon ein bisschen mehr. Und wir spielen mit Isaac. Na, ein paar freundliche Spinnen. Kann ich gut gegen die bösen Spinnen hier gebrauchen. Hier gibt's nur böse Spinnen. Diese Ebene ist grausam. Ich habe eine Bombe und hier ist ein besonderer Stein, der mir was geben möchte. Aber vielleicht gibt's irgendwas Besseres, was mir irgendwas anderes geben möchte. Den merken wir uns, den Stein. Vielleicht gibt's auch eine Bombe. Oh! Bomben habe ich jetzt genug. Okay, dann holen wir uns sofort den Stein. Dann doch lieber sofort. Möglichst viele Steine erwischen. Vielleicht ist ja was drunter. Danke. Schlüssel. Gut, diesmal im Gegensatz zu Cursed ist hier in dieser Challenge kein Item Raum zu finden. Raum. Kein Raum. Die können, glaube ich, schießen, oder? Die laufen doch nicht nur einfach rum, deswegen sind sie doch. Die sind doch extra deswegen so rot. Heather! Gutes Item. Schön. Heather-Pille. Das ist glücklich. Das kann ich gut gebrauchen. Dann ist vielleicht ein Teufelsstil drin. Wenn ich es ohne damit schaffe. Sind wir hier im Keller? Wir sind, glaube ich, im Keller. Oh, da können nur da können hässliche Gegner kommen. Da kommt nicht so ein angenehmer Gegner wie Monstro. Ah, das angenehmste könnte Pin sein. Pin, ja. Wer weiß, wer weiß. Der kann auch lästig werden. Widow. In besondere Farbe. Nein. Oh yeah! Die ist da wunderbar drauf gelandet. Auf der Limonade und dann hat sie zerfetzt. Speed up! Noch irgendwas vergessen? Nö. Weiter geht's. Health up und Speed up habe ich in der Ebene bekommen. Guter Anfang. Oh, eine Bombe. Würde sich lohnen. Oh, das war böse. Hinterlistiges Stück Kot. Nein. Ich habe, glaube ich, nie den Bumerang genommen. Der Bumerang kann Gegner stunnen. Für kurze Zeit. Steht sich. Dieses komische rote Item. Dieses komische rote Bamberger Hörnchen. Hab ich schon wieder vergessen. Oh, die ist immer noch da. Blöd. Wie komme ich an der jetzt vorbei? Ja, das ist ja ganz blöd. Ganz blöd ist das. Komme hier an dem hässlichen Viech vorbei und Damage zu kriegen. Speed habe ich ja. Hey. Verschwindet, ihr komischen Flieger. Ah, hier bräuchte ich auch eine Bombe. Vielleicht droppt ihr eine. Dann könnte ich es mir hier überlegen. Oh Gott. Also, dass da eine droppen wird, ist sogar hochwahrscheinlich. Trotzdem, ich gehe nochmal
auch nur mal sicher, beziehungsweise ich frage mein Glück, wie es aussieht. Oh, ihr wollt nicht. Schade. Habe ich das Gelbe umsonst hin. Na gut. Ist ja kein Problem. Hoffentlich kriegen wir nur Endgegner, die auf dem Boden behaftet sind, weil dann könnte das Item ganz gut sein. Okay. Möge mein Glück mit mir sein. Bomben. Bomben. Nein. Rage Grow. Nein, keine Bomben bekommen. Wartet. Ja. Halt, ich muss schauen, wie viel. Was für ein Herz ist da? Ein ganzes Herz. Das kann ich also reinopfern. Money! Money! Holen wir gleich mal das Herz. Wir versuchen unser Glück. Vielleicht gibt's Bomben. Oder Herzen. Portable Blood Bag. Hm, schön, toll. Nein, Müll. Müll! Yeah! Ja! Lemon Party. Nochmal Health up. Jetzt aber recht. Jetzt könnte ich gerne einen Brimstone Deal annehmen. Satan, hast du mich gehört? Ich möchte einen Deal mit dem Teufel machen. Nämlich für einen Brimstone. Oh! Das hättest du mir eher sagen können. Okay. Die ganze Aufregung für Bomben. Ah, geh weg! Ach, Mist. Shit. Monster. Yes. Yes. Speed up and size down. Brimstone Baby. Das ist es mir wert. Little Brimstone. Oh, ich habe eine unbekannte Pille. Bad Guys. Ah, okay. Mist. So, carry me, Brimstone. Carry me. Little Brimstone reicht auf jeden Fall bis Mutter. Und mehr müssen wir nicht schaffen. Damage-technisch brauche ich nichts mehr. Jetzt geht's nur noch ums Überleben. Nackte Überleben zählt jetzt. Hm, Bomben. Schön. Schön, dass da Bomben droppen. Nein, weg. Hätte mein Item nutzen können. Ich wollte es nicht. Geh weg. Du droppst nicht mal was außer Bomben. Ja, jetzt brauche ich kaum Bomben mehr. Ach ja, durch den Flecken erhöht sich nicht mein Damage dadurch? Nö, keine Ahnung. Hier ist auch gar nichts. Gar nichts von Nutzen. Wie schaut's aus? Ich brauche wieder Leben. Das ist... toll. Das brauche ich nicht. Das wiederum ist gut.
Die gelbe Soße ist auf jeden Fall stark. Aber sie ist halt auch klein und... Naja, man muss sehr nah an den Gegner ran, um zu treffen. Eine Münze. Oh, und ein Itemraum. Oh Gott, ich hab gar kein Leben. Gib mir Leben! Nein! Hier gibt's nirgends was. Oje, oje. Okay. Fallen. Da bringt mein Item gar nichts. Komm, teil dich auf. Ihr macht einen ganzen Schaden? Das ist krass. Sinner. Zeremion. Oh, so viel zu leben. Schön. Okay, mein Lebenproblem hat sich jetzt erstmal wieder gelöst. Gute Seite. Ja, noch mehr Hälter. Oh, ich werde von der Pille richtig verwöhnt. So oft habe ich die sonst nie. Oh, wie komme ich jetzt an den ran? Okay, so könnte es klappen. Ja. Okay. Oh, shit. So kann's. Naja, durch das Health Up habe ich zumindest. Haha, kommt ruhig her, kleine Viecher. Das ist mal ein Item, das gut gegen diese Viecher ist. Okay, ich habe Bomben und Schlüssel en masse. Davon brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich ruhig nur noch Herzen und Geld droppen. Mehr brauche ich nicht. Schon mal gut. Greed, wie geht's dir? Hab gehört, dir geht's schlecht. Kein Grund, mich anzuschießen. Danke. The Money nehme ich mit. Es wird gut verwendet. Für Blackjack und Nutten. Eine Pille. Eine Pille, eine Pille, eine Pille. Bad Gas. Ja. Also es ist nichts Schlechtes. Oh! Überlebt! Damit habe ich nicht gerechnet gehabt. Ach Gott. Schön alle in der Reihe bleiben. Schön. Wie ihr alle in der Reihe geblieben seid. So viel Bad Gas. Ich brauche nicht so viel Bad Gas. Wunderbar. Wunderbar. Das läuft. Das läuft. Okay, dort unten war auf jeden Fall noch was. Bevor ich hier oben weitermache. Bad Trip. Das war jetzt wiederum nicht so toll. Bad Trip kann ich später gebrauchen. Aufpassen. Gut so. Ah, okay. Also geht's oben erstmal weiter. Auch gut.
So, hier sind die Bad-Gas-Teile. Der explodiert mit Tränen. Burst. Money. Das Feuer ist gefährlich, das sollte ich weg. Chaoskarte. Jawohl, ich liebe es. Ach, geil. Und schon wieder ist Mom wie bei der letzten Challenge. One-Hit-Gegner. Oder vielleicht der nächste Gegner. Wenn er böse wird. Mega fett. Nee, der ist nicht so böse. Solange er jetzt solche episch schnellen Sprünge macht. Oh ja, gegen den kann ich wieder Lennon einsetzen. Ja, er ist auf die Limonade gesprungen. Gut. Ranger. Warum nicht? Vorletzte Ebene. Die Chaoskarte ist so gut wie eine Bibel. Sie ist so gut wie eine Bibel. Ich hätte eigentlich reingehen können und auch wieder Lemonade hinstellen können. So, Moment. Ziemlich mittig. Und Bombe los. Perfekt. Super Greed. Du bist vielleicht greedy. The Quarter. Rechts kann ich auch raus. Oh, dann sehe ich mehr. Oh, Mama, böses Viech. Unterlasse das bitte. Little Brimstone kümmert sich um die. Ohne Probleme. Eine Unbekannte. Oh, nee. Das ist garstig. Das ist nicht cool. Genauso wie Mom. Mom ist auch nicht cool. Drei Hände. Da wird es ja bekloppt. Okay, erster weg. Zweiter weg. Dritter weg. Versuch mal so schnell wie möglich durch die Ebene durchzukommen, weil ich habe sowieso keinen Plan, wo was, irgendwo rum, irgendwo hingehen, so ein Zeug. Oh, das ist einfach. Er ist da drin gefangen und ich mache einfach Strahlen, Strahlen und noch mehr Strahlen. Aus sicherer Entfernung mit maximaler Range. Jetzt kann ich mir die Goodies da drin holen. Kothaufen. Die nichts für mich übrig haben. Schwach. Ah doch. Einen Shop könnte ich jetzt gebrauchen. Geld habe ich. Okay, stark. Nein, nein, nicht spinnen! Gegen die Spinnen hätte ich zwar Limonade einsetzen können, aber... Oh, warte mal. Habe ich die nicht schon, die Batterie? Ach, Stars Energy. Okay. Nehme ich auch für Goodies. Keine Ahnung, was das macht. Ich nehme einfach alles, weil ich hab's. Jo,
Judas Zunge. Könnt ihr das bitte unterlassen? Ich muss doch nur zum Mom kommen. Na, gut. Ausgezeichnet. Damit ich hier meine Chaos-Karte zeigen kann. Frisch aus Yu-Gi-Oh! Oder ist es eine Magic-Karte? Das weiß ich nicht. Kann auch sein. Okay, gehen wir einfach weiter. Blow-off. Oh, so viel Schleim hier. Boah. Ich wurde von allen getroffen. Aber ich lebe noch. Ich lebe noch. Wie auch immer. Aber ich lebe noch. Raus aus diesem Amnesieraum. Mit so wenig Leim. Oh, Necropolis 2. Ein Traum. Wow. Oh Mann. Ich brauche schwarze Herzen. Gott. Strange. Nicht so gut wie Chaoskarte. Ich muss nur zu Mom kommen. Nur zu Mom. Alles andere ist kein Problem mehr. Gib mir Leben. Regenbogenscheiße. Yeah. Regenbogenscheiße. Mein Leben wurde wieder aufgefüllt. Ich habe so viel Lemon in mir. Ah, gegen die bringt Lemon nichts. Oh, ist hässlich. Der wurde nicht besser. Warte mal, werden die geschädigt? Na, wo sind? Da fehlt noch einer. Die werden echt von der Limonade beschädigt. Tower. Danke. Jetzt mal hier. Chariot. Unbesiegbarkeit also. Spades. Gut, doppelte Schlüssel. Die Chaoskarte wird mitgenommen. Ah, Gegner, die mein Little Brimstone locker besiegen. Schön. Hier ist giftige Erde. Okay, jetzt kann ich es nehmen. Mensch, hier muss doch bald was kommen. Lemon Party. Schöne Karte, aber. Hier ist Mom. Nein! Was soll der Mist? Jetzt darf ich nur nicht verfehlen. Yes! Ja, auch dieses Mal. Ohne Probleme. Mom besiegt. Mit der Chaoskarte. Juhu! Card Against Humanity. Wurde freigeschaltet dadurch. Warte mal, was macht die nochmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber, ach so, doch. Den komplett. Das ist eher eine Fun-Karte. Wenn man die aktiviert, dann wird der komplette Raum mit Code gefüllt. Komplett. Alles Freie wird mit Code befüllt. Das ist in einem 2x2-Raum ziemlich mächtig. Wenn man noch den versteinerten Code hat, dann kriegt man da richtig gutes Zeug raus. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Like bitte nicht vergessen und ciao, bis zum nächsten Mal.